bin Julia Schürmann, Mitglied des Kollektivs Raum 6.7, welches in der Sonderausstellung vom Museum Hülsmann zu sehen ist. Der Ausstellungstitel lautet »Nichts ist so undurchsichtig wie die absolute Transparenz« und es ist ein Zitat von der Schriftstellerin Margaret Atwood im Original »But nothing is more opaque than absolute transparency«. Wir haben uns dieses Zitat als Titel gewählt, da wir die sozial- und umweltpolitischen Einstellungen von der Schriftstellerin teilen. In unseren Ausstellungsobjekten beschäftigen wir uns auf unterschiedlichste Weise mit dem Thema Transparenz in der Modebranche. Diese reichen von einem mit Textilmüll und unserer gesamten Recherche ausgestatteten Raum im Keller, der verdeutlichen soll, wie viel einfach hinter einem Kleidungsstück steht, sei es materiell, aber auch an Recherche und Prozess. Darüber laufen auch Ausschnitte von Dokumentationen, die wir uns angesehen haben, also auch alles, was mit Informationsflut zu tun hat, also wie viel man überhaupt aufnehmen kann an Informationen, wenn man anfängt, sich mit dem Thema Transparenz in der Modebranche zu beschäftigen. Es ist ein Riesenthema und wenn man beginnt, da zu recherchieren, ist es erstmal ein totaler Overload an Informationen. Man muss sehr viel verarbeiten und die Texte von Hanna Funke, der direkt neben der Installation hängt, nähert sich dem Thema Transparenz nochmal auf emotionaler Ebene. Also was es dann wirklich bedeutet, wenn man diese ganzen Informationen bekommt, wie fühlt man sich dabei? Meine Arbeiten drehen sich thematisch um das Sichtbarmachen von Arbeitsprozessen und allem, was hinter einem Kleidungsstück steht. Das habe ich durch verschiedene Techniken bei der Erstellung der Kleidungsstücke gemacht. Bei diesem Mantel zum Beispiel hier, da ist die Hälfte auf links gedreht, also einmal komplett das, was sonst innerhalb eines Mantels ist, nach außen gekehrt, um einen Einblick zu bekommen, wie ein Kleidungsstück eigentlich von innen aussieht. Dazu kombiniert ist eine komplette Nähanleitung, wirklich haarklein aufgeschrieben, wie dieses Kleidungsstück genäht ist. Das Ganze soll kombiniert halt darauf aufmerksam machen, dass heutzutage kaum noch jemand weiß, wie ein Kleidungsstück gefertigt wird und dass dahinter einfach sehr viel Handwerk, menschliche Arbeit steckt und ein langer Prozess. Andere Arbeiten von mir verdeutlichen auf andere unterschiedliche Weise durch Techniken auch wiederum, was hinter dem Kleidungsstück steht. Die Arbeiten von Marcel Rosenberg erkennen wir immer auf den wiederkehrenden Augenprints auf seinen Kleidungsstücken. Und er hat sich das Bild des Auges als Symbol genommen, um darauf hinzuweisen, dass wir einfach nicht die Augen verschließen sollen, sondern auch mal hingucken sollen, was denn alles hinter den Kulissen passiert. Also wir kennen es ja auch, man weiß eigentlich, dass vieles, was wir günstig, billig kaufen, ein T-Shirt für 4 Euro, das kann eigentlich nicht auf fairen Produktionsbedingungen entstanden sein. Und trotzdem kaufen wir dieses Kleidungsstück. Und da ein bisschen für zu sensibilisieren, da legt er den Fokus drauf. Cornelius Grund hat in seinen Collagen für die Ausstellung mit Textilresten gearbeitet, die auch zum Teil während der Fertigung unserer Kollektion hier entstanden sind, also im direkten Austausch mit den Textilien aus der Kollektion, um dann auch nochmal darauf hinzuweisen, dass bei jeder Produktion Abfall entsteht, diesen halt weiterzuverwenden. Also es geht natürlich auch um ressourcenschonenden Verbrauch. Er möchte damit auch darauf hinweisen, mit Abfällen zu arbeiten, diese weiterzuverwenden und nicht zu verschwenden und wirklich möglichst darauf zu achten, keine Ressourcen zu verschwenden. Die Sonderausstellung läuft noch bis zum 25.06. und Sie sehen noch viele weitere Arbeiten des Kollektivs, welches die Mitglieder Cornelius Grund, Hanna Funke, Christina Kosloff und mich, Julia Schürmann, beinhaltet. Und wir freuen uns, wenn Sie noch vorbeischauen. Wir haben außerdem noch zwei öffentliche Führungen am 21.05. und am 11.06. und die Finissage mit KünstlerInnengespräch am 25. Juni.